Kinders, was geht bei euch ab? Junge, willkommen zu einem Hijacked-Spiel auf Hijacked. Und ich habe den Griff übrigens weggemacht, Monsieur. Habe ich letztes Mal schon gesagt? Ich weiß es nicht. Ah, mal kurz, Freeze. Spain and aggression. Das heutige Thema. Was? Papa! Oh Gott, ich fühl mich gerade voll nackt und die labern einfach. Wie kann man denn muten? Hilfe! Folgendes Thema ist heute am Start. English, do you speak it, motherfucker? Hallo, ich habe gerade was gesprochen. Oh, mir geht's im Folgenden, ja? Ganz ruhig, Saftpresser, gell? Ganz ruhig. Es gibt einfach Menschen, die Englisch nicht können. Ich weiß. Englisch ist eigentlich eine sehr, sehr einfache Sprache, aber dennoch interessiert es einfach nicht jeden und es kann halt einfach nicht jeder Englisch. Ist ja auch keine Voraussetzung für irgendwas. Im Gaming-Bereich ist Englisch natürlich die dominierende Sprache, ne? Also theoretisch spricht man ja fast überall, wenn man online spielt, Englisch, beziehungsweise man schreibt Englisch. Die ganzen Spiele sind auf Englisch. Wer stellt die bitte schon auf Deutsch? Kann man das überhaupt? Ich glaube nicht. Ihr wisst aber, was ich meine, ne? Das ist schon eher, ne, eine englische Geschichte. Und manche geben sich da Mühe, manche gar nicht. Und das ist auch völlig in Ordnung, ne? Es ist ja keiner gezwungen, irgendeine Sprache zu lernen. Was, incoming. Meine Mutter kommt gleich zu mir, wisch. Und dennoch gibt es eine Sache, die mich aufregt, und zwar Pisser, die von hinten kommen. Guck, das ist auch ein Pisser aus. Sehr, da ist von hinten gekommen. Es gibt Menschen, es gibt Deutsche. Es gibt einfach Leute. Bei dieser ganzen Geschichte geht es mir speziell um Lieder. Um Menschen, die Lieder mitsingen, beziehungsweise diese eben einfach feiern, wie man so schön sagt. Das feier ich voll nicht. Die aber den Text gar nicht verstehen. Und trotzdem abgehen. Wisst ihr, der Kerl könnte sowas singen wie: alle, die so dumm sind, heben die Hand und alle im Club. Und keiner wundert sich. Und das finde ich einfach, das ist mir bei vor allem bei zwei Liedern, bei einem Lied extrem stark aufgefallen. Warum werden immer die Leute gekillt? Ja, ich habe geklaut. Und zwar ist es einmal das Lied Prayer in C. Das kennen vielleicht viele von euch. Da gibt es diesen, ich weiß nicht, ob es viele im Original kennen, aber es gibt diesen Remix. Diesen Remix, der da immer in den Clubs läuft, ihr wisst schon. Und da gehen die Leute ab und la 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 und singen rum und ach ist das schön und hin und her. Dabei geht es texttechnisch in dem Lied um Zerstörung, um jemanden, der praktisch seinem Gott nicht mehr vertrauen kann, weil er die Welt untergehen lässt. Die Welt wird zerstört, Kinder verhungern, verlieren ihr Dach über dem Kopf und am Schluss ist nur noch Tod und kein Leben mehr. Und da hocken sie alle im Club. Und gehen ab zu sowas, hallo? Man kann sicherlich auch so ein schönes, altes Nazi-Lied aufpolieren mit einem Bum-Bum-Beat und es laufen lassen. Aber wenn das auf Deutsch stehen auch alle da und sagen, was ist das, warum, das ist aber nicht schön. Wisst ihr, wie ich meine? Hm? Hallo YouTube. Ach, da wurde ich eben kurz unterbrochen, ja, keine Sorge. Ich habe jetzt Quinto Team Deathmatch gewechselt, aber wir verrecken hier eh gleich. Ich bin eh fast fertig. Und zwar, da gab es eine Sache, die mich besonders belustigt hat, sage ich mal. Ich war auf so einer Dummdödel-Seite, habe recherchiert und hin und her und bin einfach irgendwie auf so eine Seite gekommen, wo nach sowas wie gutgefragt.net oder oh fuck, auf der nach Lyrics gefragt wurden. Und da ging es um Pumped Up Kicks. Jeder kennt das Lied, ne? Von The wer ist denn so? Foster and the People? Gott, ich weiß es gerade nicht genau. Nee, nicht Foster and the People, oder doch? Nein. Aber ihr wisst, welches Lied ich meine. Es hat sich jemand im Vorfeld gefragt, wie die Lyrics eben so sind. Jemand hat das geschrieben auf Deutsch, also die Übersetzung. Und dann kommt ein Schwall der Entsetzung, der Empörung. Mütter und Väter haben geschrieben, wie das Lied denn bitteschön, wer denn so ein Lied schreibt. Ja, in dem Lied geht es ja theoretisch um ein Kind, das wie ein Amoklauf macht, andere Kinder umbringt, das die coolen Kids umbringt, also die mit ihren fancy Shoes und sowas, mit ihren tollen Schuhen, mit denen, also so auf heute übertragen, die mit den Dr. Bums Beats Kopfhörern und sowas, ne? Also ein anderes Kind findet bei seinem Vater zu Hause eine Waffe, einen Revolver und jagt diese anderen und erschießt sie und sagt ihnen, renn schneller als meine Waffe, renn schneller als meine Kugel und so weiter. Und da kam ein Schwall der Empörung, dass man doch sowas nicht machen kann mit so einer schönen Hintergrund. Grundmelodie und sowas, damit würde man da gar nicht rechnen. Ein paar haben echt geschrieben, dass sie sich fast schon schämen, dass sie das mit ihren Freundinnen oder was weiß ich, oder mit ihren Freunden gesungen haben und dabei ist es so ein schlimmes Lied. Und das fand ich schon ziemlich lächerlich. Also wie kann man nur so blöd sein und das ist einfach nicht nachgedacht. Das ist nicht nachgedacht, wenn man so behindert reagiert und so eine Scheiße dann schreibt. Man muss doch wissen, wenn man ein Lied mitsingt, was das heißt. Man kann ja auch nicht einfach hocken und alles mögliche mitsingen. Mensch, denk doch mal nach. Ein bisschen, Kinder, okay? Englisch. Es gibt dazu ein sehr schönes Video, das ist schon uralt, so eine Werbung. Das habe ich unten in die Videobeschreibung gepackt. Da ist so ein älteres Ehepaar, Oma und Opa anscheinend mit den Enkeln. Die hocken im Auto, machen den Radio an, dann kommt irgendwie so Musik. I gonna fuck you in the ass oder so mit einem geilen Beat. Ne, und die zwei Alten so, der Beat ist lustig und die Kinder ja und dann hocken sie da und fahren rum. So. Und fahren davon und hören diese Arschfick-Musik. Und dann kommt am Schluss halt irgendwie sowas wie, lernen sie Englisch oder so. Und das ist einfach wichtig. Und wenn man es nicht lernt, dann kann man nur so behindert sein. Das ist ähnlich wie früher. Wir wussten nicht, was die machen mit denen, wo die mit den Zügen hinfahren.
Wisst ihr? Merkt ihr diese ganz leichten Parallelen? Ganz kleine Parallelen? Unwissenheit. Unwissenheit schadet in manchen Fällen. Aber okay, ja, was haltet ihr davon? Man muss doch auch so ein bisschen die Ahnung von dem haben, was man da mitträllert, oder? Stellt euch vor, man trällert irgendwelche krassen Parolen mit und weiß nichts davon. Also, vielen Dank fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.